Wir schreiben das Jahr 2006. Es ist Sommer, die ganze Welt genießt die Fußball-WM in Deutschland. Neben Sonne, Bällen und Bier steht vor allem eins im Mittelpunkt, die Fußball-Sammelbildchen des italienischen Herstellers Panini. Die Aufkleber werden in Päckchen zu je 50 Cent verkauft und in ein Album geklebt, das es für 1 Euro in jedem Supermarkt gibt. In ganz Europa und quer durch alle Altersgruppen boomt der Tauschhandel mit den Stickern. Seltene Karten und ausgefüllte Alben werden für astronomische Preise gehandelt. Die berühmten Mexiko-Alben gingen damals für 500 Euro über den Tisch und erzielen heutzutage Preise von bis zu 3000 Euro. Wer sich nur nebenbei an der Sammelwut beteiligte, kaufte 3 bis 4 Päckchen, zog ein paar Duplikate aus den Tüten, freute sich aber auch über den einen oder anderen seltenen Sticker. Profis dagegen kauften ganze Displaykisten mit 500 Bildchen für satte 50 Euro und erhöhten damit die Chance auf besondere Karten drastisch. Auf Schulhöfen werden gemeinsam Kartenpäckchen geöffnet und der Jubel ist ohrenbetäubend, wenn ein im Sonnenschein glitzernder Oliver Kahn gezogen wird. Die allgemeine Meinung ist, dass Panini-Karten ein tolles Hobby und harmloser Zeitvertreib für Jung und Alt sind. Zwei Jahre später erscheint FIFA 09 auf dem Markt und bringt eine optional herunterladbare Erweiterung mit sich. Der Ultimate Team Mode ermöglicht es Spielern, ihr Traumteam auf die Beine zu stellen, indem sie Kartenpäckchen öffnen und Spieler tauschen. Bezahlt wird das optional mit echtem Geld. Das Feature ist so beliebt, dass FIFA ab diesem Zeitpunkt praktisch gleichbedeutend mit FUT ist. Die Abkürzung steht für FIFA Ultimate Team und ist der Spielmodus für Fußballbegeisterte. Warum auch nicht? Schließlich handelt es sich ja nur um die Weiterentwicklung der beliebten Panini-Bildchen, oder? Das Thema ist dasselbe, das Konzept ist dasselbe, sogar die Überraschungskomponente funktioniert exakt gleich. Nur, dass Spieler nicht mehr in den Laden gehen, um dort ein Produkt zu kaufen, sondern einen Button auf ihrem Controller betätigen. Doch gibt es schon damals Stimmen, die das als Konsolenglücksspiel bezeichnen. Unternehmen wir einen weiteren Zeitsprung ins Jahr 2022. Es ist der 27. September und die diesjährige FIFA-Variante schlägt wie üblich explosionsartig auf dem Videospielemarkt ein. Auch FIFA 23 hat die inzwischen berühmt-berüchtigten Footpacks, die den Spielern für Geld den Nervenkitzel eines Panini-Päckchens bieten. Inzwischen wird das vermeintlich harmlose Hobby in den Medien jedoch als Glücksspiel für Kinder bezeichnet. Es gibt Twitch-Channels, die sich auf das Öffnen von Footpacks spezialisiert haben und verschiedene europäische Länder prüfen, ob das Monetarisierungskonzept der Fußballreihe ein Verbot für Minderjährige nach sich ziehen sollte. Das alles nur wegen digitalen Panini-Päckchen? Eine absolute Überreaktion. Schließlich wird niemand dazu gezwungen, die Karten zu kaufen und man kann sich alles regulär erspielen, ohne einen einzigen Euro auszugeben. So ähnlich liest sich zumindest das Statement der Funktionäre von Electronic Arts, die sich seit 2017 immer wieder in Anhörungen rechtfertigen müssen. Wir untersuchen in dieser Reportage genau, was es mit Glücksspiel in Videospielen auf sich hat und konzentrieren uns dabei vor allem auf FIFA. Wer selbst unter Spielsucht leidet oder Angehöriger eines Leidenden ist, erhält bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter der eingeblendeten Telefonnummer den gesamten Tag über kostenlose Soforthilfe. Den Geburtstag der Lootbox kann man ziemlich genau bestimmen. Am 29. April 2003 erschien in Korea das 2D-MMORPG Maple Story. Da das Spiel als Free-to-Play-Titel konzipiert wurde, musste es sich irgendwie finanzieren und setzte in diesem Zusammenhang auf sogenannte Gacha-Automaten. Gacha- oder Gachapon-Automaten von Bandai gibt es in Japan seit den 60er Jahren.
Käufer stecken Kleingeld in eine Maschine und im Anschluss erhalten sie eine kleine Plastikkapsel mit Spielzeug oder Süßigkeiten. Das System war so beliebt, dass die Automaten zum Teil mit hochwertigen Sammelspielzeugen oder elektronischen Endgeräten versehen wurden. Wenn euch das an Kaugummiautomaten erinnert, habt ihr völlig recht, denn das Prinzip ist im Grunde das gleiche. Publisher Nexon fasste dementsprechend eine Entscheidung, die MapleStory im gesamten asiatischen Raum in ein echtes Phänomen verwandelte. Er bot Mikrotransaktionen nicht im Spiel, sondern als Gacha-Tickets in den gleichnamigen Automaten an. Das Resultat war, dass Spieler sich an den Maschinen trafen, gemeinsam die Plastikbälle öffneten und sich über Ingame-Gegenstände freuten. Das entsprechende Ticket konnte im Spiel per Code an einem der treffend benannten Gachapon-Kiosks eingelöst werden. Die erste Lootbox wurde also nicht auf digitalem Weg, sondern in der echten Welt geboren. Die Gachapon-Automaten sowie MapleStory stellen den Ursprung des Wortes Gacha-Game dar, der seitdem für Spiele genutzt wird, die zum großen Teil auf Sammel- und Lootbox-Mechaniken basieren. MapleStory besaß im Jahr 2020 über 180 Millionen registrierte Nutzer weltweit und wirft auch im westlichen Markt massive Gewinne ab. 2007 zog das chinesische MMORPG Zhengtu Online nach. Das Online-Rollenspiel war eines der ersten großen Spiele, das komplett um Ingame-Käufe samt Glücksspielmechaniken konstruiert wurde. Damals war das durchschnittliche Einkommen in China nicht so hoch. Dass Spieler sich einen eigenen PC kaufen oder gar den Preis von umgerechnet 70 Euro für Videospiele bezahlen konnten. Die Lösung waren Internetcafés und kostenlose Spiele mit der Einbindung kleiner Investitionsmöglichkeiten. Deren Preis fiel in der Regel nicht mehr ins Gewicht als der eines Snacks. Durch den Erfolg dieses Geschäftsmodells zog der gesamte asiatische Markt nach. 2011 stellte Puzzle & Dragons als erstes Smartphone-Spiel einen Umsatzrekord auf, der die magische Grenze von mehr als 1 Milliarde Euro Gewinn knackte. Was die westlichen Entwickler angeht, zeichnet sich niemand anderes als Electronic Arts für die Einführung der Lootbox aus. EA landete mit FIFA 09 und dem optional herunterladbaren Ultimate Team-Modus einen legendären Volltreffer, was Vermarktung, Timing und Monetarisierung angeht. Zwar feierte der Modus selbst bereits in UEFA Champions League 2006-2007 auf der Xbox 360 sein Debüt, damals gab es aber noch keinen Online-Marktplatz und Packs konnten nur mit der Ingame-Währung Coins geöffnet werden. In FIFA 09 wurde das Konzept der Lootbox adaptiert und so eingebaut, wie es heute noch in der FIFA-Reihe existiert. Kartenpacks sind zwar mit Ingame-Währung kaufbar, die muss aber erstmal erspielt werden. Bedenkt man die dafür notwendige Zeit und die extreme Seltenheit hochrangiger Fußballer, die man im Team haben will, ist der Druck auf Spieler hoch. In 2010 führte Team Fortress 2 eine Lootbox-Variante ein, die zu Beginn nur für einen kleinen Nebenverdienst sorgen sollte. Die sogenannten Crates waren allerdings so beliebt, dass Team Fortress 2 ein Jahr später auf ein Free-to-Play-Modell mit Lootbox-Monetarisierung umstellte und die Spielerzahl über Nacht verzwölffachte. 2012 zogen mit Star Trek Online und Lord of the Rings Online zwei MMORPGs nach und etablierten Lootboxen auch in diesem Genre. Im selben Jahr wagte Lootbox-Vorreiter Electronic Arts ein Experiment. Gemeint ist Mass Effect 3, das mit seinem optionalen Mehrspieler-Part den ersten storybasierten Einzelspielertitel darstellte, der von Grund auf um Lootboxen herum entwickelt wurde. Die Begründung dafür muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Laut Produzent Jesse Houston wurden Lootboxen implementiert, um die Entwicklungskosten des Mehrspieler-Modus zu tragen. Der Modus wurde aber höchstwahrscheinlich nur hinzugefügt, um Lootboxen in einen großen Einzelspielertitel unterzubringen. Da überrascht es niemanden, dass das Team von Mass Effect 3 eng mit dem Team der FIFA-Reihe zusammenarbeitete, um die Einführung der Boxen möglichst attraktiv zu gestalten. Was folgte, war eine regelrechte Glücksspieloffensive. Counter-Strike Global Offensive, Battlefield 4, Call of Duty Advanced Warfare und Overwatch etablierten Lootboxen im Shooter-Bereich.
2017 kam es im Jahr der Lootbox zur PR-Katastrophe, als praktisch alle großen Titel mit Lootbox-Mechaniken erschienen. Assassin's Creed Origins, Call of Duty World War II, Forza Motorsport 7, Need for Speed Payback und Shadow of War wurden alle um Glücksspiel herum aufgebaut. Vor allem Shadow of War stand im Kreuzfeuer der Kritik, weil es nicht nur als Einzelspielertitel Lootboxen verwendete, sondern dem Spieler diese Tatsache auch noch frech unter die Nase rieb. Bei jedem Kauf bekam man eine kurze Sequenz zu sehen, in der sich der Shop-Ork die Hände reibt und hämisch lacht. Doch selbst diese Frechheit verblasste vor dem legendären Desaster, das am 12. November 2017 in der Star Wars Battlefront 2 Sektion bei Reddit seinen Anfang nahm. Ein Spieler beschwerte sich, dass er in einem Star Wars Spiel für 80 Euro nicht mal Darth Vader spielen kann, ohne ihn per Glücksspiel zu gewinnen oder 40 Stunden Spielzeit zu investieren. Die Antwort des Community Teams von EA begann mit den zeitlosen Worten: Das Ziel ist es, den Spielern ein Gefühl von Stolz und Leistung zu vermitteln. Dieser Post ging als der am meisten gedownvotete Reddit-Post in das Guinness-Buch der Rekorde ein, und die öffentliche Meinung zu Lootboxen kippte endgültig. Klar, dieser Post war vermutlich nicht der exakte Moment, in dem Electronic Arts das Lootbox-Konzept langfristig zerstörte. Die Entwicklung zeichnete sich schon seit längerer Zeit ab. Es war jedoch der Moment, in dem die Spielerschaft kollektiv erkannte, welche absurden Züge der Trend angenommen hatte und dementsprechend reagierte. Der Aktienkurs von EA fiel gegen Ende November 2017 um 3 Milliarden US-Dollar. EA sah sich gezwungen, das Glücksspielsystem zum Release des Spiels zu deaktivieren und Belgien sowie Holland begannen mit der staatlichen Regulierung von Lootboxen. Es gibt aber natürlich auch heute noch Lootboxen und andere Glücksspielmechaniken in Spielen. Die treten aber inzwischen immer mehr in den Hintergrund und werden durch akzeptablere Monetarisierung ersetzt, wie das inzwischen gängige Season Pass-Konzept. 2017 war damit nicht nur das Jahr der Lootbox, es war auch das Jahr, in dem diese Geldquelle für Publisher durch die eigene Gier beschädigt wurde. Seit der Einführung von Mikrotransaktionen im Allgemeinen und Glücksspielmechaniken im Speziellen hört man von Fans und Publishern immer wieder ganz bestimmte Argumente. Es ist alles optional, wenn du nicht auf Lootboxen stehst, musst du sie nicht kaufen. Nur, das ist falsch. Glücksspielmechaniken sind in Videospielen nie optional, denn moderne Spiele werden von Grund auf um die Monetarisierung herum entwickelt. Der Wunschtraum vieler Spieler, dass es anders läuft, ist naiv. Denn Entwicklerhäuser und Publisher haben vor allem einen Kunden, ihre Investoren. Der Spieler ist im Glücksspielgeschäftsmodell zwar wichtig, aber nur Teil des Ertragszyklus. Wir erklären das Ganze mal anhand von zwei Beispielen. Middle-Earth: Shadow of War war einer der wenigen Einzelspielertitel mit Lootboxen, der ohne einen kooperativen oder kompetitiven Mehrspielermodus auskam. Man konnte Orks in Online-Arenen zwar gegeneinander antreten lassen, aber das geschah völlig ohne eigenes Zutun. Das Spiel drängte niemanden mit Pop-ups dazu, die Echtgeldwährung Gold zu kaufen. Im Gegenteil, wenn wir der Pressemitteilung von Warner Bros. Interactive Entertainment Glauben schenken, wurde an alles gedacht. Wir zitieren: Gold wird in kleinen Beträgen bei bestimmten Meilensteinen und für die Teilnahme an Community-Herausforderungen vergeben. Es kann auch über den PlayStation Store, den Xbox Store und durch das Hinzufügen von Guthaben zu ihrer Steam-Geldbörse mit echtem Geld erworben werden. Alles, was ein Spieler mit Gold kaufen kann, kann auch im Laufe der Zeit kostenlos im Spiel verdient werden. Aber Gold ermöglicht den Spielern, diese Gegenstände sofort zu erwerben. Es ist nicht notwendig, Gold zu kaufen, um das komplette Spielerlebnis zu genießen. Die Story-Kampagne und der Spielverlauf wurden so ausbalanciert und abgestimmt, dass der Spieler auch offline spielen kann. Zitat Ende. Das entsprach, um es vorsichtig auszudrücken, nicht ganz der Wahrheit. Natürlich konnte man Shadow of War durchspielen, ohne den händereibenden Goldkisten-Ork zu Gesicht zu bekommen. Aber Spieler, die eine Silber- oder Gold-Edition erworben hatten, mussten den Shop mindestens einmal besuchen, um Ork-Kisten zu öffnen und wurden bei dieser Gelegenheit in Versuchung geführt. Halt, hören wir kritische Stimmen. Das ist zwar unverhohlene Werbung für die eigenen Lootboxen, aber immer noch freiwillig. Das heißt nicht, dass das Spiel unter der Monetarisierung leidet. Doch,
Und den Beweis lieferte das Studio Monolith Productions am 3. April 2018 selbst, als es Publisher Warner Brothers in einer Pressemeldung widersprach. Und dies so wichtig, dass wir sie in voller Länge wiedergeben. Das Kernversprechen des Nemesis-Systems ist die Möglichkeit, in einer dynamischen, offenen Welt Beziehungen zu persönlichen Verbündeten und Feinden aufzubauen. Während der Kauf von Orks auf dem Markt unmittelbarer ist und zusätzliche Optionen für den Spieler bietet, haben wir erkannt, dass diese Wahlmöglichkeit das Herzstück unseres Spiels, das Nemesis-System, zu untergraben droht. Dadurch verpasst man die großartigen Spielergeschichten, die man andernfalls erschaffen hätte, und es beeinträchtigt dieselben Geschichten, selbst wenn man nichts kauft. Allein die Tatsache, dass man weiß, dass man sie kaufen kann, verringert das Eintauchen in die Welt und nimmt den Spielern die Herausforderung, ihre eigene Armee und ihre Festungen aufzubauen. Um das Kernversprechen des Nemesis-Systems vollständig wiederherzustellen, werden wir Gold, Kriegskisten und den Markt dauerhaft aus Shadow of War entfernen. Es bedeutet, dass die Option, Gold mit echtem Geld zu kaufen und die Möglichkeit, Ork-Anhänger aus Kriegstruhen zu gewinnen, entfernt werden. Das sind harte, wahre Worte. Doch es kam noch schlimmer, denn das Spiel funktioniert schlicht und ergreifend nicht mehr, wenn man keine Orks aus Lootboxen ziehen und mit echtem Geld kaufen kann. Das hatte zur Folge, dass Monolith das gesamte Spiel komplett auf links drehte, die Macht des Hauptdarstellers drastisch erhöhte, die Items überarbeitete, das Level-Up-System der Orks veränderte, das Nemesis-System neu einstellte und die Kampagne um 2/3 kürzte. Zur Erklärung, der sogenannte Schattenkrieg spielte nach dem ersten Ende des Spiels. Um das echte Ende freizuschalten, mussten Spieler eine ellenlange Reihe an Schlachten gegen überlegene Orks gewinnen, die praktisch nur mit der Unterstützung des Shops in einer akzeptablen Zeit absolviert werden konnte. Also wurde die Etappenanzahl in den Schattenkriegen von 10 auf 3 gesenkt, die für den Abschluss einer Etappe erforderlichen Verteidigungsmaßnahmen betrugen danach 5 statt 20. Die Anzahl der nötigen Schlachten wurde von 200 auf gerade mal 15 reduziert. Jeder, der behauptet, dass Monetarisierung und Glücksspielmechaniken also keinen Einfluss auf das Spieldesign haben, der sagt nicht die Wahrheit. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Mit Star Wars Battlefront 2 erwartete Star Wars und Shooter-Fans 2017 ein besonderer Leckerbissen. Denn der Nachfolger des ersten Teils von 2015 sollte alles besser machen. Mehr Helden, bessere Grafik, überarbeitete Systeme. Was sich aber schnell herausstellte, war die Tatsache, dass die groß angepriesene Systemüberarbeitung auf eine Lootbox-Mechanik hinauslief, die sich gewaschen hatte. Wie Spieler bereits in der Beta anmerkten, konnten Helden nicht mehr über Tokens auf der Map freigeschaltet werden, man musste sie kaufen. Das geschah über Credits, die man aber nicht für einen hohen Score am Ende einer Partie erhielt, sondern für eine bestimmte im Spiel verbrachte Zeit. Richtig gehört, Spieler konnten die Zeit nicht abkürzen, indem sie Skill bewiesen, dafür wurden sie gar nicht belohnt. Im Gegenteil hatte die Regelung zur Folge, dass viele einfach mit den Schultern zuckten und Gummibänder um ihre Controller banden. Ganze Matches waren mit AFK-Spielern gefüllt, die einfach den enormen Grind von 40 Stunden hinter sich bringen wollten, um endlich einen Helden freizuschalten. Natürlich konnte man die Zeit mit Lootboxen massiv abkürzen, man musste eben echtes Geld in die Hand nehmen. Noch schlimmer als die Heldendebatte war jedoch, dass sich in den Lootboxen auch Star-Cards genannte Upgrades verbargen, mit denen Spieler ihre Soldatenklassen permanent verbessern konnten. Star Wars Battlefront 2 war also nicht nur ein Vollpreisspiel mit Lootboxen, es kombinierte das Geschäftsmodell auch mit einem kristallklaren Pay-to-Win-Element. Natürlich konnte man sich Lootboxen erspielen, die benötigte Zeit für eine Lootbox betrug jedoch fast 3 Stunden, sodass viele Spieler ihre Gummibänder auspackten und die Server von gegen Wände laufenden Geistern bevölkert wurden. Das alles passierte wohlgemerkt in der Beta des Spiels. Das Feedback der Spieler war so katastrophal, dass EA zum Launch in den sauren Apfel beißen und alle Mikrotransaktionen deaktivieren musste. Ähnlich wie in Shadow of War war es nötig, den Titel komplett zu überarbeiten, damit am Ende ein funktionales Spiel herauskam. Am 16. März 2018 kündigte Electronic Arts schließlich an, dass die Überarbeitung abgeschlossen und Battlefront wieder uneingeschränkt spielbar war.
Und sie hatten recht. Unter all der Monetarisierung verbarg sich ein gutes Star Wars Spiel. Die Progression ist heute an Skillpunkte gebunden, die im Gameplay erworben werden und mit denen Spieler die zuvor in Lootboxen verborgenen Star Cards kaufen. Die Lootboxen selbst sind jetzt nur noch kosmetische Gegenstände und nicht mehr mit Echtgeld kaufbar. Stattdessen werden sie unter anderem als tägliche Login-Boni verteilt. Vorhanden sind die Lootboxen aber immer noch. Immerhin floss damals ein Teil der Animationsarbeit in das Feature und wäre verschwendet gewesen, wenn die Mechanik ganz aus dem Spiel entfernt worden wäre. Dieser kleine Exkurs zeigt, dass Glücksspielmechaniken nie optional sind. Sie stellen den Kern des Spieldesigns dar, gewissermaßen das Gerüst, um das Produkte konstruiert werden. Als nächstes behandeln wir einen der unangenehmsten Teile des Glücksspieldesigns, nämlich die Tricks der Verantwortlichen, die verwendeten Begriffe und vor allem die psychologischen Folgen. Ja. 2017 verging und die ersten Regierungen wurden auf die Gefahren von Lootboxen aufmerksam. Den ersten medialen Höhepunkt fand die Schlacht zwischen Gesetzgebern und dem Videospielesektor am 19. Juni 2019, als eine Anhörung vor dem britischen Parlament stattfand, bei der sich Funktionäre von EA und Epic Games für Glücksspielmechaniken in Spielen und deren Auswirkungen auf Kinder rechtfertigen mussten. Zu diesem Zeitpunkt herrschten bereits ein Lootbox-Verbot in Belgien und massive Lootbox-Einschränkungen in China, während die Niederlande mitten in einem Verbotsprozess steckten. Von der Anhörung vor dem britischen Parlament gibt es eine Videoaufnahme, in der sich vorwiegend Funktionärin Carrie Hopkins von Electronic Arts alles andere als mit Ruhm bekleckerte. Auf die Frage, betrachten Sie Lootboxen als ein ethisch vertretbares Merkmal Ihrer Spiele, gab sie eine inzwischen berühmt-berüchtigte Antwort, die Paradebeispiel für zynische Konzernsprache ist. Also erstens nennen wir sie nicht Lootboxen. Was wir hier sehen, sind Überraschungsmechaniken. Wenn Sie nach Überraschungsspielzeug suchen, werden Sie feststellen, dass dies etwas ist, was den Leuten gefällt. Sie mögen Überraschungen. Das ist etwas, das schon seit Jahren Teil von Spielzeugen ist, ob es sich nun um Überraschungseier oder Hatchimals handelt. Wir denken, dass die Art und Weise, wie wir diese Mechanik in FIFA Ultimate Team und unsere Packs implementiert haben, tatsächlich ethisch vertretbar und ziemlich spaßig ist. Es ist offensichtlich, dass Publisher wie EA den inzwischen anrüchigen Begriff der Lootbox gerne aus dem Sprachraum verbannen würden. Stattdessen wird der Diskurs gefahren, dass es sich nur um eine Art Spielzeug handelt. Das ist der erste und größte Trick der Verantwortlichen, der in der Diskussion immer wieder aufkommt. Anstelle von Glücksspielmechaniken handelt es sich um Kinderüberraschungseier oder, wie im Fall von FIFA, um eine digitale Variante von Panini-Karten. Schließlich verliert man ja nichts, man bekommt immer was für sein Geld, anders als beim echten Glücksspiel. Aber stimmt das? Nicht ganz. Der Reiz eines Glücksspiels entstammt nicht nur dem Nervenkitzel, der mit dem Verlustrisiko einhergeht. Was Frau Hopkins anspricht, ist der Kern-Gameplay-Loop jedes Videospiels, das zufallsgenerierte Schatzkisten oder Beute beinhaltet. Sobald ihr in Titeln wie World of Warcraft oder Path of Exile einen starken Feind tötet, fängt euer limbisches System an, Neurotransmitter für Lustgewinn und Motivation auszuschütten. Dabei ist es wichtig, dass nicht die Beute an sich für das Freudenfeuerwerk im Kopf zuständig ist, sondern die Chance, dass eure Lieblingswaffe droppt. Wäre der Beuteabwurf garantiert, wäre auch die Motivation schwächer. Das erscheint widersinnig, hat aber viel damit zu tun, wie unser Gehirn konstruiert ist. In der Psychologie ist das Ganze als Variable Ratio Reinforcement, auf Deutsch als Verstärkung mit variablem Verhältnis bekannt, und es funktioniert auch in der Hundeerziehung und in Skinnerbox-Versuchen mit Laborratten und Tauben hervorragend. Der Mensch ist aber im Vergleich ein absoluter Meister der Mustererkennung. Wir haben gegenüber fast allen anderen Wesen auf diesem Planeten einen evolutionären Vorteil, weil wir besser in der Lage sind herauszufinden, warum etwas für uns Gutes passiert, damit wir das wiederholen können. Das tun wir, bis wir uns des Ergebnisses sicher sind. Ab diesem Zeitpunkt besitzen wir einen Messwert. Sollten wir einem zufälligen, freudigen Ereignis begegnen, ist das für uns aufregend, weil es eine Unbekannte in unserer hervorragenden Mustererkennung aufzeigt. Zufälle dieser Art sind für uns faszinierend. Das ist ganz natürlich. Als wir noch Mammuts jagten, sorgte unter anderem diese Art der Adaption an die Umstände dafür,
dass wir als Homo sapiens konkurrenzfähiger als andere waren? Fragt mal den Neandertaler. In der echten Welt sind absolute Zufallsereignisse selten, während sie in der künstlichen Umgebung eines Videospiels oder eines Casinos auf Abruf geschehen. Bald ist nicht mehr das Einsammeln der Beute an sich die Belohnung, sondern das aufregende Gefühl kurz davor. Das ist nicht verwerflich, denn ob es sich um Skyrim, Diablo oder Tiny Tina's Wonderland handelt, es sind oft diese Zufallselemente, die uns faszinieren und motivieren. Was Frau Hopkins jedoch absichtlich verschweigt, ist natürlich die Tatsache, dass all diese Mechaniken innerhalb der Spiele keine zusätzlichen Kostenfaktoren darstellen. Lootboxen und Glücksspielelemente wie FIFAs Footpacks öffnen aber einen weiteren Beuteloop, der außerhalb des Spiels existiert und obendrein beliebig oft mit dem Einsatz von Echtgeld aktiviert werden kann. Überraschungsmechaniken sind in Spielen also oft und gerne gesehen, Glücksspielelemente nutzen allerdings die gleichen Mechaniken, um etwas völlig anderes zu erreichen. Das Glücksspiel greift uns direkt an der psychologischen Schwachstelle und schüttelt, bis das Geld rausfällt. Eine Studie aus dem Jahr 2018 des Department of Computer Science der Universität von New York fasst das Ganze treffend zusammen. Wir zitieren: Bei Lootboxen und Glücksspiel setzen Spieler Geld auf den Ausgang eines zukünftigen Ereignisses, dessen Ergebnis zumindest teilweise vom Zufall bestimmt wird, in der Hoffnung, eine wertvolle Belohnung zu erhalten. Zitat Ende. Die Studie wurde übrigens direkt nach dem Star Wars Battlefront-Zwischenfall gestartet, um Erkenntnisse zu liefern, die für Ratingagenturen und Glücksspielregulierungsbehörden von Nutzen sind. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2018 von dem Labor für internationale Medienpsychologie der Universität von Massey in Neuseeland kam zu einem ähnlichen Schluss. Das Labor analysierte 22 Spiele mit Lootboxen, um festzustellen, ob sie Glücksspielmerkmale aufweisen. Das Ergebnis der Studie war, dass, Zitat, Lootboxen in der Art und Weise, wie sie das Engagement der Nutzer fördern und aufrechterhalten, wichtige strukturelle und psychologische Ähnlichkeiten mit Glücksspiel aufweisen. Zitat Ende. Auch diese Studie empfahl die Regulierung von Lootboxen in Spielen, damit sie keinen reifen Nährboden für problematisches Glücksspiel unter Spielern bilden. Problematisches Glücksspiel kann man als Glücksspielaktivitäten definieren, die so extrem sind, dass es zu Problemen im persönlichen, familiären und beruflichen Leben führt. Problematisches Glücksspiel wird in der Regel exzessiv und unfreiwillig betrieben. Damit kommen wir zur Haupteinnahmequelle dieser Monetarisierungsmodelle. Videospiele mit Glücksspielelementen zielen immer auf sogenannte Whales. Dieser Begriff stammt aus dem Sportwetten- und Casino-Bereich. Als Wahl werden Spieler bezeichnet, die hohe Einsätze leisten und somit eines der Hauptstandbeine der Glücksspielbetreiber darstellen. In Casinos erhalten Wale eine Sonderbehandlung, um sie bei Laune zu halten, die sogar kostenlose Betreuung, Limousinen und Spezialsuiten beinhaltet. Wenn es um Videospiele geht, ist all das aber nicht notwendig, denn der Wal greift bequem von der heimischen Couch auf die Glücksspielelemente zu. Gemäß einer Studie der Universität von Plymouth aus dem Jahr 2021 generieren gerade einmal 5% der Spieler die Hälfte aller Umsätze aus Lootbox-Verkäufen und anderen Glücksspielelementen. Ein Drittel der Umsätze wird allein von den Top 2% der Videospielwale generiert. Arbeitet man sich in der Studie vor, wird klar, dass fast die Hälfte der Wale problematische Glücksspielaktivitäten zeigt. Das liegt an dem zweiten großen Ergebnis der Studie, denn umgekehrt gibt es in dem Datensatz keinen Hinweis, dass höhere Ausgaben für Lootboxen mit einem höheren Einkommen zusammenhängen. Jetzt wird es richtig unangenehm, denn zusätzlich kamen unabhängige Studien der Universität von York sowie eine Studie aus Aalborg in Dänemark zu dem Schluss, dass Kinder und Jugendliche unter allen Spielern am häufigsten problematisches Glücksspielverhalten aufweisen. Die Anfälligkeit für Spielsucht ist in dieser Gruppe anscheinend mehr als doppelt so hoch wie bei erwachsenen Spielern. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das hängt unter anderem mit verminderter Impulskontrolle, dem Mangel an wirksamen Strategien zur Stressbewältigung und sozialem Druck zusammen. Wir zitieren an dieser Stelle einen der befragten Spieler. Wenn jemand bei uns übernachten würde, war die erste Frage: Holst du ein paar FIFA-Punkte? Hast du ein paar FIFA-Punkte, damit wir beim Öffnen von Packs zuschauen können? Das war eine ziemliche Notwendigkeit für jede Übernachtung, jede Party und alles, was damit zu tun hatte.
Sogar Hollywood-Star und Musiker Jack Black klagte sein Leid in der Jimmy Fallon Show und erzählte, dass sein Sohn mehr als 3000 US-Dollar für Mikrotransaktionen ausgegeben hatte. Dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche schlicht und ergreifend kaum ein anderes Geschäftsmodell kennen. Der Season Pass und die Footpacks sind für sehr junge Spieler die Gaming-Realität. Oder wie es der Ex-Chief Business Development Officer von Paradox Entertainment nach dem Lootbox-Skandal 2017 ausdrückte: Glauben wir wirklich, dass die Kinder, die heute aufwachsen, sich über Lootboxen und Mikrotransaktionen beschweren werden, die ein fester Bestandteil der Art und Weise waren, wie sie Spiele gespielt haben, seit sie geboren wurden? Nur wir Dinosaurier erinnern uns daran, dass wir ein Spiel einmal zu einem festen Preis gekauft haben. Damit Spiele aber genug Geld ausgeben, reicht es nicht, die Mechaniken ins Spiel einzufügen und vielleicht im Hauptmenü anzupreisen. Jetzt wird es nochmal richtig unschön. Die Psychotricks sind vor allem für die Angehörigen von Spielsüchtigen schwer zu ertragen. Trotzdem ist es wichtig, dass diese Manipulationsversuche explizit genannt werden. Am 5. September 2016 betrat der CEO von Tribeflame die Bühne der Pocket Gamer Connect Veranstaltung. Der Titel seines Vortrags lautete: Lasst uns Wale jagen. Was folgte, war ein offener Einblick in die Denkweise hinter räuberischen Glücksspielmechaniken und Mikrotransaktionen. Wir empfehlen jedem, sich den kompletten Vortrag anzuschauen. Themen waren unter anderem die Analyse verschiedener Spielearten aus finanzieller Sicht, das Ausschalten des analytischen Denkens, das Schüren von Verlustängsten und die Notwendigkeit, ein Spiel nicht zu skillbasiert aufzubauen, damit der Spieler auf gar keinen Fall durch Kompetenz auf Ingame-Käufe verzichten kann. Weitere Highlights waren die Notwendigkeit, kein oberes Limit für Mikrotransaktionen im Spiel zu setzen, sowie das Statement, dass eine Ingame-Ökonomie, in der man mit nur 1000 Euro Einsatz auskommt, eindeutig zu gering angesetzt sei. Das lässt tief blicken. Im Kern erzählt man uns aber nichts Neues. Die fünf großen, im Mobile-Sektor gängigen Verkaufstricks waren zu diesem Zeitpunkt im Konsolen- und PC-Bereich längst weit verbreitet. Wir erklären sie jetzt und beginnen mit der FOMO. Das ist die Abkürzung von Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Es wird mit Zeitdruck gearbeitet, sodass euer analytischer Verstand keine Chance gegen die Bauchentscheidung hat. Je weniger Zeit, um über eine Kaufentscheidung nachzudenken oder um eine zweite Meinung einzuholen, desto besser. Beispiel dafür sind neben zeitlich limitierten Lootboxen diverse Promotion-Events bei FIFA 23 und die vermeintlich kundenfreundliche Preview-Funktion. Die funktioniert so: Ihr könnt zwar einige Footpacks öffnen und erst danach auf Wunsch bezahlen, in diesem Moment wird aber ein Timer gestartet, bevor das Pack für immer verloren ist und das nächste Preview-Pack aktiviert wird. Der Nervenkitzel des Glücksspiels wird durch diese Verlustangst ersetzt, indem der Spieler vermeintlich gewinnt und nur noch innerhalb eines bestimmten Zeitraums für den Gewinn bezahlen muss. Die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy ist auch ein alter Bekannter unter Glücksspielern. Sie sorgt dafür, dass der Spieler auch dann weiter Geld ausgibt, wenn er eigentlich weiß, dass das keinen Sinn mehr ergibt. Wenn man eine Menge Geld in sein FIFA Dream Team gesteckt hat, fällt das Aufhören sehr schwer. Die Argumentation im Kopf läuft dabei immer gleich ab. Ich habe jetzt schon so viel Zeit und Geld investiert, wenn ich jetzt aufhöre, war der ganze Einsatz verschwendet. Das ist natürlich Unsinn, denn man investiert ja nichts. FIFA 23 ist ein Videospiel und keine Immobilie. Eingesetztes Geld bekommt man auch dann nicht wieder, wenn man das perfekte Team auf die Beine stellt. Außerdem geht das Ganze nächstes Jahr mit verändertem Namen, aber gleichem Prinzip in EA Sports FC wieder von vorn los. Ihr könnt keine einzige Sammelkarte übernehmen. Nichts, was ihr in FIFA 23 investiert, hat in einem Jahr noch Relevanz. Der dritte große Psychotrick ist der sogenannte Social Proof oder der soziale Nachweis. Hier kündigt das Spiel jedes Mal an, wenn einer eurer Mitspieler etwas kauft oder gewinnt. Wenn ihr zum Beispiel eine Lootbox im MMORPG Neverwinter öffnet und ein seltenes Reittier hinauszieht, wird das automatisch im Weltchat angekündigt. Andere Spieler sehen das und realisieren, dass Leute seltene Dinge aus den Boxen erhalten. Sie denken außerdem, dass es eine Menge Spieler gibt, die Geld ausgeben und fühlen sich dadurch bestätigt, auch Lootboxen für Echtgeld zu öffnen. Viele wissen aber nicht, dass nur ein verschwindend geringer Anteil an Spielern Geld für die Boxen ausgibt. Die Ankündigungen lassen es aber aussehen, als würde die gesamte
Spielerschaft nicht nur Glücksspielboxen öffnen, sondern auch noch seltene Gegenstände herausziehen. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren die einschlägigen FIFA 23 Streams auf Twitch, bei denen Streamer aus 500 Packs oder mehr seltene Spieler wie Messi, Lewandowski und Benzema ziehen, während sie von Tausenden angefeuert werden. Euer Vorbild macht es und eine Menge andere Spieler finden es toll, also kann es ja nicht so schlimm sein, oder? Die Chance auf seltene Spieler beim teuersten Pack beträgt immerhin 7,4%. Dabei muss man jedoch bedenken, dass es von den besten Spielern bis zu 11 verschiedene Variationen gibt, die alle mit jeweils anderen Werten daherkommen. Dann muss man noch die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass man wirklich den Spieler zieht, den man haben möchte, und schon steht man vor der Gewinnchance von 0,11%. Ein Report des norwegischen Verbraucherrates aus dem Jahr 2022 hat es zusammengefasst. Wer Kylian Mbappé ziehen möchte, öffnet durchschnittlich 847 Jumbo Rare Packs und gibt 1,7 Millionen FIFA Points aus. In echtes Geld umgerechnet sind das 13.500 Euro. Ersatzwährungen wie Diamanten, Perlen und natürlich FIFA-Punkte entsprechen den gängigen Glücksspielwährungen wie Jetons oder Pokerchips. Sobald man echtes Geld gegen Placeholder-Währung eintauscht, verliert selbst der aufmerksamste Spieler den Überblick. Wie viel 1600 Footpoints wert sind und welche Mengen an Geld er gerade in EAs Online-Casino ausgibt. Bonuspunkte für Kundenunfreundlichkeit gibt es, wenn die Fantasiewährung nur in ungeraden Mengen verfügbar ist. Der Währungsrest auf dem Konto erinnert stets daran, dass Kapital ungenutzt herumliegt und animiert so zum Kauf weiterer Währung. Der fünfte und letzte gängige Glücksspieltrick ist das sogenannte Anchoring. Dabei wird dem Kunden weisgemacht, dass der angegebene Preis für eine digitale oder physische Ware der de facto Preis für Waren dieser Art darstellt. Übersetzt man das in den Bereich Videospiele, kommen Schlüsselpakete für Lootboxen raus, die 20 Euro kosten. Ihr seht den Preis und vermerkt ihn automatisch als normal, obwohl das Paket auch 10 oder 30 Euro kosten könnte. Wenn ihr das gleiche Schlüsselpaket einen Monat später für 18 Euro im Angebot seht, möchtet ihr zuschlagen, denn der normale Preis wurde für kurze Zeit runtergesetzt. Der Verhaltensforscher Professor Dan Ariely gibt in seinem Buch Predictably Irrational ein hervorragendes Beispiel für Anchoring. Schwarze Perlen waren in Polynesien zu Beginn lediglich ein Nebenprodukt des Perlenhandels und sollten für Kleingeld verkauft werden. Ein Fehler in der Buchhaltung führte jedoch dazu, dass der Preis für die schwarzen Perlen viel zu hoch angesetzt wurde. Der Preis wurde dann leicht nach unten korrigiert und auf einmal kauften die Leute das Abfallprodukt in rauen Mengen. Für teuren Wein und Collectors Editions gibt's die gleiche Regel. Der erste Preis sollte nie zu niedrig angesetzt werden, denn er stellt den Orientierungspunkt für alle weiteren Rabatte sowie den imaginären Wert der Ware dar. Wir würden jedoch nicht von Glücksspiel reden, gäbe es nicht noch eine weitere Ebene. Und die wird selbst in manchen Casinos nicht gerne gesehen. Das sogenannte Dark Nudging nutzt psychologische Tricks, die weitaus raffinierter sind als gängige Lootbox-Promotions. Als Nudge bezeichnet man einen kleinen Wink in eine bestimmte Richtung, der im Unterbewusstsein wahrgenommen wird. Ein Beispiel wäre eine Firmenkantine, in der die Salatbar schön beleuchtet in der Mitte steht, während die ungesünderen Speisen am Rand zu finden sind. Dark Nudges sind Fallen, die unwissenden Spielern gestellt werden und erst dann zu erkennen sind, wenn man innehält und scharf überlegt oder sogar Data Mining im Programmcode des Spiels anstellt. Auch FOMO-Taktiken oder Social Proof fallen schon in den Bereich der Dark Nudges. Die jetzt folgenden psychologischen Hebel sind jedoch so fies, dass wir sie gesondert behandeln. Die am weitesten verbreitete Art der Dark Nudges ist der sogenannte Endowment-Effekt. Dabei werden kostenlose Proben verteilt, um Menschen auf den Geschmack zu bringen. Beispiele dafür waren die in Shadow of War inbegriffenen Lootboxen oder die 4600 FIFA Points in der Ultimate Edition von FIFA 23. So gibt man Spielern die Gelegenheit, den Kick einer Packöffnung zu erleben und lässt sie gleichzeitig bemerken, dass es noch viel mehr Preise und tolle Foodkarten zu gewinnen gibt. Eine andere Variante des Endowment-Effekts ist, den Spieler zwar Lootboxen plündern zu lassen, die Schlüssel dafür aber für Echtgeld zu verkaufen. Wer in Star Trek Online oder Neverwinter nur 2 Stunden spielt, wird höchstwahrscheinlich mehr als ein Dutzend Lootboxen im Inventar finden, die nur darauf warten, mit einem Schlüssel aus dem Shop geöffnet zu werden.
Ebenfalls extrem weit verbreitet sind Near Misses. Bei einer knapp daneben Mechanik wird eine Lootbox nicht einfach nur geöffnet, sie zeigt obendrein das, was ihr fast gewonnen hättet. Beispiele dafür sind die Boxen aus Dota 2 oder Counter-Strike Global Offensive, die letztlich ein Roulette-Rad darstellen, das durch verschiedene Gegenstände scrollt. Oft bleibt die Nadel auf einem wertlosen Gegenstand stehen, der direkt neben einem seltenen Gewinn liegt. Damit hat der Spieler das Gefühl, fast gewonnen zu haben. Klar, selbst wenn ihr fast den Hauptgewinn zieht, beeinflusst das in keiner Art und Weise die Chance, beim nächsten Mal zu gewinnen. Viel wahrscheinlicher ist, dass euch Riesengewinne mit voller Absicht gezeigt werden, damit ihr eine weitere Runde am Roulette-Rad dreht. Als letztes kommen wir auf ein Patent von Electronic Arts von 2017 zu sprechen, das Dark Nudging in einer neuen Dimension darstellt. Das Engagement Optimized Matchmaking Framework oder EOMM besagt, dass ein Spieler nicht nach seinem persönlichen Können beurteilt wird, so wie es im SBMM, also Skill-Based Matchmaking, der Fall ist. Stattdessen wird das EOMM euch in Matches stecken, die euer Engagement verstärken und so für eine längere Spielzeit sowie mehr Ingame-Käufe sorgen. Im EOMM-Forschungspapier werden Analytik- und Feedback-Module erwähnt, die Neulinge mit Spielern zusammenbringen, die bereits eine Menge Ingame-Käufe getätigt haben und viele kosmetische Gegenstände besitzen. Und wenn ihr euch einen tollen Skin gekauft habt, werdet ihr in ein Match mit Neulingen gesteckt, damit ihr ein Erfolgserlebnis habt. Ein davon unabhängiges Patent von Activision mit dem Namen System and Method for Driving Microtransactions in Multiplayer Games, das 2015 eingereicht wurde, funktioniert ähnlich. Ob diese Methoden jemals genutzt worden sind, ist unklar. Electronic Arts selbst äußerte sich eindeutig. Zitat: Das Patent ist nicht Bestandteil aktueller EA-Spiele oder Technologien und wir planen auch nicht, es in unsere Spiele einzubauen. Das Patent wurde ursprünglich vor Jahren ohne unsere Beteiligung angemeldet und kam durch eine frühere Übernahme von Vermögenswerten zu EA. Zitat Ende. Wir geben jedoch zu bedenken, dass diese Patente weiterhin jedes Jahr von den Publishern aktiv verlängert werden. Ein altes Konzernsprichwort lautet: Wenn du dich nicht selbst regulierst, wird das der Staat für dich übernehmen. Im Falle von Glücksspielmechaniken in Videospielen und allen voran Lootboxen war das tatsächlich der Fall. Es gab zwar Selbstregulationsbemühungen von Apple und Google, sowie ein Konsortium von Microsoft, Sony und Nintendo, doch die Regeln waren vage, leicht umgehbar und kamen in der Praxis oft nicht zur Anwendung. Labels, die vor Glücksspiel warnen, wie die in Deutschland üblichen USK-Deskriptoren oder die Symbole der Pan-European Game Information, kurz PEGI, könnten genauso gut nicht vorhanden sein. Kinder und Jugendliche lassen sich von einem Kreditkarten- oder Würfelsymbol nicht beeindrucken. Unterziehungsberechtigten fehlt oft schlicht und ergreifend das Wissen, um ein Spiel oder Icons auf der Packung einschätzen zu können. Dementsprechend rührte sich nach ein paar Jahren nach dem Erscheinen der ersten Lootbox die Gesetzgebung einiger Länder. Der Vorreiter ist Japan. Dort gilt seit 2012 ein absolutes Verbot für Spiele mit Complete-Gacha-Mechaniken. Eine Complete-Gacha-Mechanik bezeichnet eine Lootbox, die nicht nur komplett randomisiert ist, sondern auch Sammelsets beinhaltet, die bei Komplettierung einen Hauptpreis oder starke Boni liefern. Das setzt neben dem Glücksspielkick nämlich auch auf Sammelleidenschaft und soll damit sowohl das impulsive als auch das langfristige Denken ansprechen. China ergreift ebenfalls harte Schritte in Bezug auf Glücksspiel im Allgemeinen und Lootboxen im Speziellen. Dort gilt seit 2016, dass Lootboxen nicht nur jeden möglichen Gewinn anzeigen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit dafür angeben und die durchschnittliche Anzahl Käufe nennen müssen, die für einen Gewinn nötig sind. Seit 2017 gilt zudem, dass der Verkauf von Lootboxen an einen Spieler auf 50 Stück pro Tag beschränkt ist, Lootboxen nicht mehr durch Echtgeldwährung gekauft werden dürfen und jeder Gegenstand auch auf direkte Art und Weise erspielbar sein muss. Die Durchsetzung der Einschränkungen erfolgt, wie für China üblich, penibel, auch wenn die Gaming-Konzerne dort immer noch ihr Möglichstes tun, um den Wortlaut, aber nicht den Sinn der Gesetze einzuhalten. Trotzdem führte die Initiative dazu, dass sich die Gaming-Landschaft in Asien deutlich in Richtung Season-Pass-Modell bewegte.
Belgien verbot Lootboxen ab 2018 und deklarierte sie zu einer Form des illegalen Glücksspiels. Insbesondere Overwatch und FIFA 18 rückten in den Mittelpunkt und wurden wegen ihres Belohnungsloops aus Risiko und Gewinn als Glücksspiel für Minderjährige bezeichnet. Die Entscheidung hatte weitreichende Folgen. Nintendo entfernte Fire Emblem Heroes und Animal Crossing Pocket Camp aus dem belgischen Onlineshop. Valve entfernte die Möglichkeit, Lootboxen in Counter-Strike zu öffnen und Diablo Immortal erschien in Belgien gar nicht erst. Trotzdem sieht es 2023 so aus, als ob vor allem Mobile Games auf das Verbot pfeifen. Eine Studie aus dem Jahr 2022 des Zentrums für digitales Spiel der Universität Kopenhagen ergab, dass unter den Top 100 Smartphone-Spielen in Belgien immer noch 82% auf Lootbox-Verkäufe und Glücksspiel setzen, ohne dass man sie dafür zur Rechenschaft zieht. In den Niederlanden ist die Situation ähnlich. Im April 2018 wurde eine Studie angesetzt, die 10 Videospiele mit Lootbox-Modell auf Glücksspiel untersuchen sollte, denn die Inhalte der Lootboxen waren auf Umwegen auch außerhalb der Spiele handelbar und besaßen damit einen Echtgeldpreis. Zum Eklat kam es, als Electronic Arts 2020 wegen Glücksspiels in der FIFA-Reihe zur Zahlung einer Strafe von 500.000 Euro pro Woche verurteilt wurde. Der Konzern ging in Berufung und gewann den folgenden Prozess am 9. März 2022. Ab diesem Zeitpunkt waren die Footpacks von FIFA nicht mehr als Glücksspiel anzusehen. Die Folge war, dass die Niederlande im August 2022 eine Gesetzesänderung anstieß, die jede Art von Lootboxen und Glücksspielmechaniken schlicht und ergreifend verbieten würde. Aktuell stehen sowohl beim spanischen als auch beim norwegischen Verbraucherrat Aufklärung und Regulierung auf der Agenda. In einem Report aus dem Mai 2022 unterzeichneten 20 Konsumentengruppen aus 18 europäischen Ländern eine Aufforderung, die Regierungen zu einer Reaktion auf die aggressive Monetarisierung drängt. Im Gegensatz zu vorherigen Aktionen koordinieren sich die Verbraucherschutzgruppen inzwischen untereinander, um die Gesetzgebung voranzutreiben. So langsam die Länder auch auf das Glücksspielproblem aufmerksam werden, immerhin tut sich inzwischen irgendwas. Am 18. Januar 2023 war es dann soweit. Die spanische Abgeordnete Adriana Maldonado López legte ihren Initiativbericht für den Verbraucherschutz in Online-Videospielen vor, der von dem EU-Parlament fast einstimmig angenommen wurde. Generell stellt der Bericht Videospiele in einem sehr positiven Licht dar, beleuchtet dabei aber auch die Gefahr räuberischer Monetarisierungsmethoden und die Wichtigkeit einer einheitlichen EU-weiten Regelung in Bezug auf den Jugend- und Verbraucherschutz. In Fällen, in denen der bisherige rechtliche Rahmen nicht ausreicht, um Verbraucher zu schützen, sollen neue Gesetze geschaffen werden. Explizit wurden in dem Bericht unter anderem Lootboxen, Opt-out-Verfahren und der Tausch von Videospielgegenständen über Drittanbieter-Webseiten erwähnt. Am 3. April 2023 folgte dann ein Paukenschlag für die Rechtslage im gesamten deutschsprachigen Raum. Ein Bezirksgericht im österreichischen Hermagor verurteilte Sony zur Rückerstattung von Footpacks. Bereits am 26. Februar 2023 wurden die Packs durch das Gericht als illegales Glücksspiel eingestuft. Der Grund dafür ist, dass die Fußballer, laut Gericht, sogenannte vermögenswerte Leistungen darstellen. Da Sony keine Glücksspielkonzession besitzt, sind, laut dem Urteil, eventuell abgeschlossene Verträge hinfällig und alle Zahlungen rückforderbar. Sony ließ daraufhin die Fristen verstreichen und wurde am 3. April rechtskräftig zur Kasse gebeten. Dabei müssen wir ein paar Dinge erklären. In diesem speziellen Fall handelt es sich um rund 338 Euro. Es existieren jedoch auch andere Fälle, in denen teilweise mehr als 11.000 Euro für Footpacks ausgegeben wurden und der Geschädigte ebenfalls gegen Sony vor Gericht zog. Durch das Urteil in Hermagor existiert nun ein Präzedenzfall, der für die Hersteller sehr, sehr ungünstig ausfiel. Anstelle von Electronic Arts sitzt hier Sony auf der Anklagebank, weil in diesen Fällen die Kaufverträge im PlayStation Store zustande kamen. EA ist also wieder mal fein raus, zumindest derzeit noch. Das Verfahren wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Instanzen hochgehen, da zumindest die Kanzlei des Klägers auf keinen Fall klein beigeben will und Sony sich diese Behandlung nicht gefallen lassen wird.
So oder so ist das Urteil ein absoluter Meilenstein auf dem Weg zu einer echten Regulierung, denn es zeigt den Herstellern, dass Videospiele kein rechtsfreier Raum sind. Wenn Sony jetzt nicht alle rechtlichen Register zieht, wird es einen Hagel aus Rückforderungsanträgen geben, ganz zu schweigen von der Zukunft der Footpacks im Speziellen und Lootboxen im Allgemeinen innerhalb des deutschsprachigen Raumes. Vor allem eine Spieleserie beherrscht den westlichen Glücksspielmarkt wie kaum eine andere. Mit FIFA bringt Electronic Arts fast alle Psychospielchen und Verkaufstricks in einer einzigen, perfekt vermarkteten Verpackung an die Spieler. Kein Wunder, dass EA vor den Gerichten mit Zähnen und Klauen kämpft, um das Fußballimperium am Laufen zu halten. Allein innerhalb der ersten 7 Tage brach FIFA 23 alle Rekorde der Vorgänger. Es hat mehr als 10 Millionen Spieler, einen um 10% gestiegenen Absatz und eine im Vergleich zum Vorjahr um 6% gestiegene Beteiligung am Foot-Modus. Wichtig ist dabei vor allem, dass EAs Gesamtumsätze über alle Spiele hinweg zwar in Bezug auf Mikrotransaktionen um 8% zunahmen, der Verkauf von Vollpreisspielen aber um 2% zurückging. Die Zukunft von Electronic Arts liegt also eindeutig im Bereich Footpacks. Setzen wir das mal ins Verhältnis. Aus dem Finanzbericht 2021 geht hervor, dass EA mehr als 5,6 Milliarden US-Dollar einnahm, wobei fast ein Drittel aus den Einnahmen diverser Ultimate Team-Modi stammt. 1,3 Milliarden von EAs Gesamtumsatz verdankt der Publisher der FIFA-Reihe. Das liegt vor allem daran, dass die Basketball-, Football- und Hockeyspieler zwar auch einen Ultimate Team-Modus besitzen, Fußball aber international beliebter ist und sich dementsprechend leichter vermarkten lässt. Im Bericht von 2022 ist EA wieder stolz auf die Leistung von FIFA 23 und den Umsatz des Foot-Modus. Diesmal werden aber keine exakten Zahlen mehr genannt. Ein Nebeneffekt der Sportthematik ist, dass die Spiele keine Gewalt beinhalten und deswegen von keiner Prüfstelle der Welt mit einer Altersbeschränkung versehen werden. Auf den Boxen in Deutschland befindet sich das Siegel USK ab 0 Jahre. Das beruhigt Erziehungsberechtigte, die ihren Kindern in der Regel lieber gewaltfreie Spiele unter den Weihnachtsbaum legen. Das ist natürlich nicht verwerflich, stellt aber definitiv einen der besten Marketingpfeile in EAs Köcher dar. Der neue Prüfprozess der USK erlaubt es der Behörde immerhin seit dem 1. Januar 2023 auch Kostenfallen mit in die Wertung einzubeziehen. Dabei werden nicht nur etwaige Risikofaktoren wie Ingame-Käufe oder Lootbox-Systeme mit in die Wertung übernommen, auch die Prüfsiegel wurden überarbeitet. Wer beispielsweise nicht möchte, dass sein Kind Spiele mit Mikrotransaktionen spielt, erhält demnächst mit einem Blick auf die Spielepackung oder eine Online-Plattform alle nötigen Informationen. Wir haben mit der USK gesprochen, wie sich der neue Prozess in der Realität auswirkt und haben gefragt, ob Spiele durch den Inhalt von Lootboxen in Zukunft automatisch höher eingestuft werden. Also es ist durchaus im Gesetz so angelegt, dass entsprechend auch berücksichtigt werden muss, wenn es keine Sicherheitsmaßnahmen gibt. Gleichzeitig ist es immer wirklich spannend, auf den Einzelfall zu gucken. Also gerade bei Lootboxen ist es auch ein wichtiges Kriterium, wie sind die eigentlich ausgestaltet? Also sind die sehr glücksspielähnlich im Sinne von auch von der visuellen Aufbereitung? Wie sind die generell im Spiel integriert? Sind die optional? Ist das Spiel pay to win oder ist es wirklich eine optionale Möglichkeit, entsprechend auch durch eine Lootbox nochmal irgendwie einen Zusatzinhalt freizuschalten? Also all diese Details, die werden dann entsprechend diskutiert. Also es ist relativ schwer, da so pauschal was zu sagen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wird natürlich ein größeres Augenmerk auch auf Spielen liegen, die aktuell eine USK 0 oder eine USK 6 haben. Da wird sicherlich nochmal ganz anders auf Nutzungsrisiken geblickt, als wenn wir ohnehin schon aufgrund des Medieninhalts bei einer USK 16, USK 18 sind. Das ist ein guter Schritt, funktioniert aber natürlich nur dann, wenn die Eltern mit offenen Augen einkaufen und wissen, was es mit Ingame-Käufen auf sich hat. Zudem liegen die betreffenden Spiele derzeit noch mit den alten, nichtssagenden Warnhinweisen im Regal, sodass es noch eine längere Zeit dauern wird, bis diese Hürde tatsächlich bei den entsprechenden Spielen ankommt. Trotzdem gilt an dieser Stelle aber, es hat sich etwas getan und die entsprechenden Behörden richten ihre Aufmerksamkeit nun explizit auf echte Probleme im Videospielsektor, anstatt sich ausschließlich mit dem Gewaltgrad der Spiele zu befassen.
Als riesiger Gewinn für EA und die FIFA-Reihe stellte sich im Nachhinein das eingeschränkte Glücksspielverbot auf Twitch vom November 2022 heraus. Viele bekannte Glücksspielstreamer wichen nämlich einfach auf FIFA 23 und Footpacks aus. Die Ankündigung der FIFA, die Partnerschaft mit EA aufzulösen, ist übrigens keinesfalls so schlimm für den Konzern, wie man zunächst vielleicht denkt. Im Gegenteil, es ist sehr wahrscheinlich, dass EA Sports FC sogar von der FIFA-Trennung profitiert. Dieses Jahr wird die Reihe wie gewohnt wieder alle Rekorde brechen, weil die Kernkundschaft zum einen weiß, welches Spiel sie kaufen will, auch wenn nicht FIFA draufsteht. Zum anderen muss sich Electronic Arts weder die Gewinne mit der FIFA teilen, noch steht EA ab diesem Zeitpunkt mit der in Verruf geratenen Organisation in Verbindung. Drittens kündigte die FIFA zur letztjährigen Weltmeisterschaft in Katar bereits eine eigene Videospielreihe an, die aus 4 Fußballerfahrungen bestehen sollte. Eine davon ist ein rudimentäres Fußballspiel ohne Spielerbeteiligung. Alle 4 Debüts basieren auf Web 3.0-Inhalten und damit auf dem Verkauf von NFTs. Die FIFA suchte sich also erfolgreich das einzige Thema, das unter Spielern noch verhasster ist als Lootboxen. Alles in allem sieht es nicht so aus, als ob die Gelddruckmaschine FIFA in absehbarer Zeit zum Stillstand kommt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Namensänderung etwas bewirkt und auch Twitch wird die Reihe nicht von der Plattform verbannen, solange sich im rechtlichen Sektor nichts tut. Solange Spieler aber Geld für Lootboxen und Glücksspiel ausgeben, werden Konzerne beides weiter nutzen und auch Mittel und Wege suchen, wie man Monetarisierung verlockender gestalten kann. Zum Abschluss verbleiben wir mit einem vielsagenden Zitat von Electronic Arts. Wir glauben aus tiefstem Herzen, dass Ultimate Team und Footpacks, die schon mehr als ein Jahrzehnt im Spiel sind, ein Teil von FIFA sind, den Fans lieben. Spieler lieben, wie das Spiel die Aufregung und Strategie widerspiegelt, ein eigenes Fußballteam aufzubauen und zu managen. Den Spielern dann die Möglichkeit zu geben, etwas Geld zu investieren, ist nur fair. Na dann.